Hallo Freunde, wir sind bei der Kopfstandsequenz. Ich zeige euch die nächste mögliche Variation, nämlich dass die Beine lernen, zur Seite zu gehen. Okay, dafür drehe ich mich dann wieder erstmal weg von der Kamera. Die Hände. Das kennt ihr alles schon. Der Kopf ist nicht am Boden. Die Ellenbogen sind im Boden. Der Kopf geht an den Boden. Du kommst in diese Haltung, wie auch immer, ob du mit beiden Beinen oder mit einem Bein. Du gehst auf jeden Fall erstmal in die Haltung. Der Kopf ist weg vom Boden. Der Kopf ist im Boden. So. Jetzt gehen die Beine zur Seite. Du lässt sie nicht einfach so hängen, sondern wipp mal, der Kopf ist weg vom Boden, deine Ellenbogen drücken und der Kopf ist im Boden. Du stehst auf dem Kopf in den und drückst den Kopf in den Boden. Weg vom Boden, im Boden. So. Du verlängerst die Beine in die Fersen. Du hältst diese Länge und streckst deine Füße. Der Kopf ist weg vom Boden, der Kopf ist im Boden. In dieser Streckung der Zehen ziehst du dich hoch. Ziehst dich, ziehst dich, ziehst dich. Der Kopf ist weg vom Boden, der Kopf ist im Boden. Und du gehst aus der Haltung raus. Viel Spaß.